A2.2. Punkte P endigen auf der Strecke AS mit APN gleich x Zentimetern. Es gilt 0 kleiner gleich x, kleiner gleich 11,66 und x Element reelle Zahlen. Zeichnen Sie den Punkt P1 für x gleich 2,5 und die Strecke P1c in die Zeichnung zu 2.0 ein. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke P1c und das Maß des Winkels P1ca. Erster Teil ist also den Punkt P1 einzeichnen für x gleich 2,5 sowie die Strecke P1c. Nun, was wissen wir über die Punkte P, also Pn? Die liegen einmal auf der Strecke AS, also hier drauf, und die Länge der Strecke APN ist gleich x Zentimeter, also die Punkte Pn liegen immer x Zentimeter von A entfernt. Und wenn x gleich 2,5 ist, liegt der Punkt P1 2,5 Zentimeter von A entfernt. Nehmen wir also unser Geodreieck, messen es ab und zeichnen Punkt P1 ein. Zusätzlich noch die Strecke P1c, also die beiden Punkte einfach noch verbinden. Nächster Teil ist, berechnen Sie die Länge der Strecke P1c. Wir schauen uns an, wo liegt die Strecke P1c, suchen ein Dreieck, in dem wir möglichst viele Größen kennen und in dem die Strecke P1c liegt, zum Beispiel das Dreieck ACP1. In diesem Dreieck kennen wir die Strecke AP1 mit den 2,5 cm. Wir kennen die Größe des Winkels Alphas, den haben wir vorhin berechnet, und wir kennen die Länge der Strecke AC. So, dieses Dreieck ACP1 ist ein allgemeines Dreieck. Wir wissen nirgendwoher, ob hier ein rechter Winkel liegt oder nicht. Das heißt, wir können in allgemeinen Dreiecke nur mit Sinussatz oder Kosinussatz arbeiten. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 30. Und wenn wir es anschauen, der Sinussatz braucht immer zwei Winkel, um mit dem rechnen zu können. Da wir aber nur über einen Winkel was wissen, fällt der Sinussatz schon mal weg und wir müssen den Kosinussatz ansetzen. Und der heißt erstmal allgemein, a² ist gleich b² plus c² minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. Und das Wichtige hierbei ist einfach nur, man fängt immer mit der Seite an, die gegenüber dem Winkel liegt. Wenn wir jetzt die Länge der Strecke P1c berechnen wollen, schauen wir in dieses Dreieck. Hier ist der Winkel, mit dem wir rechnen. Und wir fangen mit der Strecke an, die gegenüber dem Winkel liegt. Und das ist die Strecke P1c. Also gilt P1c zum Quadrat ist gleich jetzt die beiden anderen Streckenlängen AC² plus AP1² minus 2 mal AC mal AP1 mal Cosinus von Alpha. Um jetzt ein bisschen Schreibarbeit zu ersparen, schreibe ich die nächste Zeile als Maßzahlengleichung. Wenn ich die entsprechenden Größen einsetze, dann folgt P1C², das wollen wir berechnen, ist gleich AC waren 14 cm plus jetzt die 2,5 cm minus 2 mal 14 mal 2,5 mal Cosinus von, und diesen Winkel haben wir vorhin schon berechnet, nämlich 59,04 Grad. Um jetzt P1c zu berechnen, können wir es entweder in den Solver eingeben und es dem Taschenrechner berechnen lassen. Oder aber wir ziehen die Wurzel daraus und da erhalten wir dann für die Länge P1c gleich über diesen kompletten Teil hier unter der Wurzel. Und die können wir dann ganz normal in den Taschenrechner eingeben und erhalten dann eine Größe von ungefähr 12,89 cm. Ja. So, schreiben wir das nochmal auf. P1c ist also ungefähr 12,89 cm lang. So, an dieser Stelle sind wir aber noch nicht fertig, denn wir müssen noch das Maß des Winkels P1ca berechnen. Wenn wir nachschauen,
P1, C, A, das ist also dieser Winkel hier. Wir suchen uns wieder ein Dreieck, wo dieser Winkel drin liegt. Dann nehmen wir zum Beispiel ACP1 her. In diesem Dreieck kennen wir jetzt auch schon sehr viel, nämlich wir kennen jetzt alle drei Seiten um den Winkel Alpha. In dem Fall ist es also egal, ob wir mit dem Kosinussatz oder mit dem Sinussatz rechnen. Ich benutze jetzt mal den Sinussatz. Der findet sich ebenfalls in der Formelsammlung auf der Seite 30 und heißt hier allgemein A geteilt durch den Sinus von Alpha ist gleich B geteilt durch den Sinus von Beta ist gleich C durch den Sinus von Gamma. Das heißt also immer die Seite geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. So, wir wollen jetzt den Winkel P1 CA berechnen. Schauen wir uns nochmal genau, wie die zusammenhängen. Also diesen Winkel wollen wir berechnen, also Sinus dieses Winkels geteilt durch die gegenüberliegende Seite. Das wäre AP1 ist gleich wie Sinus des Winkels Alpha geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Seite, also P1C. So, setzen wir über die bekannten Größen ein. Also Sinus von P1CA und AP1 waren 2,5 cm, ist gleich Sinus von Alpha, also Sinus von 59,04 Grad, geteilt durch P1C, und das haben wir gerade ausgerechnet, mit 12,89 cm. Das lässt sich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers ausrechnen oder mit Hilfe der Umformung. Ich benutze jetzt hier in dem Fall wieder die Umformung, wo es dann heißt, Sinus des Winkels P1CA ist gleich Sinus 59,04 Grad geteilt durch die 12,89 cm. Mal 2,5 cm. Und um jetzt die Maß des Winkels zu erhalten, muss ich dann die Umkehrfunktion des Sinus benutzen. Also Winkel P1CA ist gleich Sinus hoch minus 1 von diesem ganzen Teil hier. Also von Sinus 59,04 Grad geteilt durch 12,89 cm mal 2,5 cm. Und das gibt man einmal in den Taschenrechner ein und erhält dann für den Winkel P1CA eine Größe von ungefähr 9,57 Grad.